hallo zusammen. Es ist regnerisch, wir haben frei und wir gehen wandern. Alles normal, könnte man denken, aber nein, heute ist alles anders. Denn wir wurden nominiert von der lieben Melanie und dem lieben Uwe vom Kanal JC Like zur Von zu Hause losgehen Challenge. Und das machen wir natürlich gerne von Köln-Sülz aus bei dem Wandersockenlager. Und haben hier direkt schon die Reste von der römischen Eifelwasserleitung. Ja, was ihr eben gesehen habt, war tatsächlich ein Stück vom Römerkanal-Wanderweg, der von der Eifel bei Nettersheim bis nach Köln führt, über 116 Kilometer. Und interessanter Weg, den wir auch zu großen Teilen schon gegangen sind. Und netterweise startet er fast vor unserer Haustür. Ja, worum geht es denn da bei dem Römerkanal-Wanderweg? Das war eine technische Meisterleistung, die Römer schon im ersten Jahrhundert nach Christus geleistet haben. Denn auf einer Strecke von fast 100 Kilometern haben die klares Wasser von der Eifel bis nach Köln geführt. Und diese Wasserleitung hatte bis zum Jahr 260 nach Christus Bestand, wurde dann von den Germanen bzw. Franken zerstört. Und dann die nächsten Jahrhunderte als Steinbruch mehr oder weniger missbraucht. Und man hatte im Mittelalter auch schon gar keine Ahnung mehr, wie man diesen Kanal nutzen konnte. Hier oberhalb des Beethovenparks stehen wir auf einem der 11 Trümmerberge Kölns. Bei dem hier handelt es sich um einen sehr beliebten Rodelberg, wenn denn mal Schnee liegt. Dann geht es hier zitt, runter auf die Wiese. Und meines Wissens ist der Beethovenpark in 20er Jahren entstanden, ne? Des letzten Jahrhunderts. Ja genau, der war Teil so eines Gartenstadtprojekts der Stadt Köln. Hier gibt es auch tatsächlich Single Trails. Wenn die Bäume auch mal wieder Laub tragen, fühlt man sich hier wirklich wie mitten im Wald. Der FC-Nachwuchs probt hier. Und vielleicht spielen sie in 10 Jahren auch Bundesliga, vielleicht sogar beim Heimatverein FC Köln. Der Decksteiner Weiher, der ist Teil des äußeren Grüngürtels. Der wurde auch in den 20er Jahren angelegt, und zwar nachdem man die äußeren Festungsanlagen von Köln aufgegeben hatte nach dem Ersten Weltkrieg und dann sehr viel freies Gelände zur Verfügung stand, das dank Oberbürgermeister Konrad Adenauer nicht bebaut wurde, sondern als Grünflächen weiter erhalten blieb. Läuft auch der Kölnpfad. Ein Wanderweg, der einmal rund um Köln geht. Und hier haben wir doch ein paar Frühlingsboten gefunden.
Schneeglöckchen und Krokusse. Ja, ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Tagen selbst erlebt. Das war extremes XYZ-Sturmwetter. Hier in Köln ist auch einiges runtergekommen, wie man sieht. Das Gebäude, das man eben gesehen hat, das ist eins der preußischen Forts, die hier zu dem Festungsgürtel gehörten, der bis zum Ersten Weltkrieg Köln vor, naja, wahrscheinlich vor allem französischen Angriffen schützen sollte. Musste er aber nie. Und als dann beschlossen wurde, dass dieser ganze Festungsgürtel geschleift werden sollte, da hat man große Teile davon gesprengt. Dazu gehören hier auch diese Trümmer. Ja, und mittlerweile heißt das alles hier Felsengarten, denn in den 20er Jahren hat der damalige Gartenbaudirektor Fritz Enke das hier umgestaltet. Und wenn man hier durchgeht, hat man fast so ein alpines Gefühl. Ne? Sieht doch sehr felsig aus hier. Tatsächlich sind es aber alles Festungstrümmer. Aus Beton. Hier beim Haus am See sieht man ein klassisches Beispiel der römischen Minigolf-Architektur. Und im Mittelalter wusste man gar nicht mal so genau, wie man das spielen sollte. Deswegen lag es dann Jahrhunderte brach und wurde erst wieder im frühen 20. Jahrhundert nutzbar gemacht. Und heute ist das hier eine beliebte Freizeitanlage. Und ihr sollt natürlich nicht alle Worte der Wandersocken auf die Goldwaage legen. Thank you.
Hier stehen wir am Adenauerweiher und im Hintergrund sehen wir die Pylonen vom Rhein-Energiestadion, der Heimspielstätte des FC Kölle. Hier stand mal eine römische Villa. Ist in den 20er Jahren ausgegraben worden. Und übrig geblieben ist ein Sarkophag. Ja, hier stehen wir auf einmal ganz unvermittelt in Köln-Lindenthal beim Krieler Dömchen. Und das ist tatsächlich die älteste Kirche Kölns, entstanden zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert. Jetzt wird es auch langsam mal Zeit für die Nominierungen, denn andere sollen natürlich auch von dieser Von-zu-Hause-Challenge profitieren. Da haben wir dann zum Beispiel an den guten Axel gedacht von Up in Wood und er kann wahlweise natürlich auch von seiner tollen Hütte starten, ist ja auch eine Art Zuhause. Und als zweites würden wir gerne die liebe Karin nominieren vom Kanal Radeln und Wandern. Und sie kann bei ihrer Tour natürlich auch gerne ihren reizenden Partner mitnehmen. Und ob sie es jetzt mit dem Rad oder mit Wanderschuh probieren, das ist auch natürlich ihnen selbst überlassen. Und als drittes würden wir gerne noch den guten Andi vom Kanal Radelwadel nominieren, der mittlerweile schon im Knie so gut unterwegs ist, dass wir ihm das zutrauen, von zu Hause loszugehen. Jetzt sind wir auch gleich wieder am Ausgangspunkt angekommen. Jo, Wandersocken vergeben wir heute vielleicht besser mal nicht, aber möglicherweise was anderes, oder? Auch vielleicht Schafswollsocken. Ja, und da würde ich mal die höchste Schafswollsockenpunktzahl vergeben, denn so viel Schaf haben wir lange nicht mehr gesehen.